Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich zeigen, wie man DualShock 3 und 4 mit einem Computer und einem Smartphone verbindet. Wenn Sie der stolze Besitzer einer PS3 oder 4 Konsole sind und sich fragen, ob Sie den Joystick von der Konsole an den Computer anschließen können, ist dieses Video hilfreich für Sie. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Also, was brauchen Sie, um einen solchen Joystick anzuschließen? Zunächst einmal die Steuerung selbst aus PS und auch ein USB-Kabel von diesem Gerät für DS3 mit Mini-USB und für DS4 mit Micro-USB-Ausgang. Oder ein Bluetooth-Adapter, wenn Sie nicht mit Kabel herumspielen möchten, sowie ein Emulator-Programm. Sony hat einen speziellen Bluetooth-Adapter für den Anschluss von DualShock 4 an einen PC entwickelt, der derzeit in jedem Computerbaumarkt erhältlich ist. Sie können jedoch jeden anderen Adapter mit einer Version von mindestens 2+1 verwenden. Kabelverbindung. Um das Gamepad anzuschließen, müssen Sie den Xbox 360 Controller Treiber und das SCP Toolkit Paket herunterladen. Alle Links finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Wir verbinden den Joystick mit einem Kabel mit dem Computer und warten, bis Windows die entsprechenden Treiber gefunden und installiert hat. Dann prüfen wir, ob es angeschlossen ist. Öffnen Sie das Bedienfeld Geräte und Drucker. Hier sollte das PS Gamepad angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Parameter für Spielsteuerungsgeräte und hier Eigenschaften. Überprüfen Sie hier auf der Registerkarte Test, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn die Schaltfläche nicht aufleuchten, wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen und klicken Sie auf Kalibrieren. Wenn Sie Windows 7 oder Enter verwenden, müssen Sie zuerst den Xbox 360 Controller-Treiber installieren. Laden Sie das SCP-Toolkit-Paket herunter und führen Sie die Exe-Datei als Administrator aus. Als nächstes stimmen wir den Bedingungen zu und klicken auf Weiter. Hier aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Dienstprogramm SCP Toolkit Bluetooth Pair und klicken Sie auf Installieren. In dieser Phase müssen Sie nicht auf Fertigstellen klicken, sondern auf Treiberinstallationsprogramm ausführen, um die erforderlichen Treiber zu installieren. Klicken Sie auf Install Bluetooth Treiber, die Installation des Bluetooth Treibers. Wählen Sie in dieser Liste unser Bluetooth-Gerät aus, indem Sie die entsprechende Markierung vor dem Adapter setzen. Wählen Sie dann in der Liste Install DualShock 3 Driver unseren Controller PlayStation 3 Controller aus. Wählen Sie DualShock 4 anschließend, wählen Sie den entsprechenden Treiber aus. Nach der Installation unter Geräte und Drucker wird der Xbox 360 Controller für Windows angezeigt. Dies bedeutet, dass die Emulation erfolgreich war. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, Parameter der Spielsteuerungsgeräte, Eigenschaften und hier überprüfen wir die Bedienbarkeit durch Drücken der Taste auf dem Controller. Oder starten Sie SCP Toolkit Monitor, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Anwendungssymbol in der Tastleiste und wählen Sie die Eingabetest. In diesem Fenster können Sie Ihr Gamepad überprüfen. Nach der Installation aller Treiber müssen Sie das System neu starten und können damit beginnen, das Gamepad in Spielen zu testen. Bluetooth-Verbindungen. Für Bluetooth-Verbindungen müssen Sie zunächst sicherstellen, dass es auf dem Computer aktiviert ist. Sie können es in den Einstellungen aktivieren. Optionen Geräte, Bluetooth und andere Geräte.
Und dann müssen Sie überprüfen, ob SCP-Server ausgeführt wird. Öffnen Sie dazu den Taskmanager mit der Tastenkombination Ctrl plus Shift plus Escape und suchen Sie hier den SCP-Dienst. Wie Sie sehen, funktioniert alles über die Kabelverbindung. Ziehen Sie nun das Kabel ab und warten Sie, bis erste Anzeige aufleuchtet. Dies bedeutet, dass erst der Controller angeschlossen ist. Der Controller ist angeschlossen und wie Sie sehen, funktionieren alle Tasten. Versuchen Sie nun, eine Art Spiel auszuführen. Wie Sie sehen, funktioniert alles hervorragend und die Gamepad-Tasten werden im Menü angezeigt. Anschließend von DualShock 4 an einem PC mit DS4 Windows Utility. Wenn DualShock 4 diesen Emulator verwendet, um eine Verbindung zu einem PC herzustellen, können Sie kein anderes DS4 Windows haben, das speziell für dieses Modell entwickelt wurde. Das DS4 Windows Programm ist auch ein Emulatorprogramm, das DualShock als Standard Xbox 360 Controller tarnt und das in den meisten Windows-Spielen standardmäßig unterstützt wird. Der Nachteil dieser Methode ist, dass in Spielen Standardschaltflächen auf der Xbox angezeigt werden, statt eines Kreises, Quadrats und Dreiecks wird A, B, X angeboten. Sie können dieses Programm von der offiziellen Webseite herunterladen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Extrahieren Sie die Dateien aus dem heruntergeladenen Archiv und führen Sie das Programm aus. Klicken Sie anschließend in diesem Fenster auf Schritt 1, Installieren des DS4-Treibers. Die zweite Taste muss gedrückt werden, wenn Sie Windows 7 oder höher verwenden. Oder wenn der Joystick der Xbox 360 bereits in dem System verbunden ist und Kompatibilitätsprobleme vorliegen. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation abzuschließen. Gehen Sie dann zur Registerkarte Controller und klicken Sie unten rechts auf Start. Dann sollte der angeschlossene Controller erscheinen. Das Programm muss nicht geschlossen werden. Für die Arbeit muss es geöffnet bleiben. Sie können es in die Taskleiste minimieren. Das ist alles. Man kann schon spielen. In einigen Spielen funktioniert das Gamepad nicht richtig. In diesem Fall hilft das Aktivieren der Option DS4 Controller ausblenden. Danach müssen Sie den Joystick wieder anschließen. Wenn das Programm beim Aktivieren dieser Optionen einen Fehler anzeigt, löschen Sie ihn im Gerätemanager und stellen Sie die Verbindung wieder her. Wenn Sie einige Schaltflächen ändern oder die Empfindlichkeit des Controllers erhöhen müssen, öffnen Sie die Registerkarte Profile. Drücken Sie hier die Taste, die Sie ändern möchten, und ein weiteres Fenster wird geöffnet, indem Sie die Taste auswählen müssen, die Sie verwenden möchten. In diesem Abschnitt können Sie die Totzone und Empfindlichkeit einstellen und sogar die Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändern. Wenn Sie eines dieser Gamepads mit einem Smartphone verbinden möchten, benötigen Sie weiterhin einen OTG-Adapter. Für die Verbindung mit DualShock 3 benötigen Sie ein Smartphone mit Rotrechten, andernfalls schlägt die Verbindung fehl. Laden Sie SigSASIS Controller vom Spielmarkt auf dein Handy herunter. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein und starten Sie die Anwendung. Klicken Sie auf Start, um die Treiber hier zu installieren. Drücken Sie dann den Ein-Ausschalter am Joystick und enden Sie in dieser Registerkarte die Eingabemethode in SigSASIS Controller. Sie können den Joystick auch USB anschließen. Klicken Sie dazu auf Mit USB verbinden. Wie Sie mit dem Joystick sehen können, kann ich jetzt mein Telefon steuern, im Menü navigieren, Anwendungen starten und Spiele spielen. Das Anschließen von DualShock 4 an Ihr Smartphone ist noch einfacher und erfordert keine zusätzliche Software. Für die Verbindung über ein Kabel benötigen Sie lediglich einen OTG-Adapter und ein Smartphone, das die OTG-Funktion unterstützt. Sie müssen nun den Controller mit dem Telefon verbinden und die PS-Taste drücken. Danach sollte die Verbindung hergestellt werden. Um eine Verbindung über Bluetooth herzustellen, müssen Sie die Freigabe- und PS-Taste auf dem Gamepad gedrückt halten und warten, bis der Lichtbalken blinkt. Rufen Sie dann die Bluetooth-Smartphone-Einstellungen auf und wählen Sie unter Verfügbare Geräte die Option Drahtloser Controller aus.
Danach können Sie das Spiel starten und versuchen, vom Gamepad aus zu spielen. Und das ist alles. Ich hoffe, dass Sie dieses Video genossen. Abonnieren Sie unseren Kanal, Daumen hoch, stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Danke fürs Ansehen. Tschüss.